Volkswagen hat sich, zumindest zum Teil, der Elektromobilität verpflichtet und darum auch eine eigene Submarke begründet, die ID-Familie. Der ID3 war der erste der ID-Family und darum ist er auch das erste Familienmitglied, das ein Facelift bekommt. Und was das kann, das schauen wir uns jetzt genauer an. Auf den ersten Blick erkennbar ist die neue Front. Die ist jetzt nicht nur schöner, sondern auch aerodynamischer als vor der Überarbeitung. VW hat auch die Fronthaube verändert, so dass sie länger wirkt. Durch diese kleinen Nachbesserungen hat der ID3 einen wesentlich stimmigeren und auch athletischeren Auftritt. Außen wurde am kompakten Elektriker also dezent nachgeschärft. Innen hingegen ging es ans Eingemachte. Ein Kritikpunkt beim ID3 bisher waren die Innenraummaterialien und da hat Volkswagen ordentlich Hand angelegt, denn wir haben hier überall weiche, geschäumte, schöne Oberflächen, die sich gut angreifen. Hier im Armaturenbrett zum Beispiel in Lederoptik. Na, es ist auf jeden Fall veganes Leder, das heißt, für dieses Fahrzeug ist kein Tier gestorben. Auch bei den Kunststoffen, da sind wir auf der nachhaltigen Seite, denn sie bestehen zu einem großen Teil aus Rezyklat. Na, was ist Rezyklat? Also wie es der Name schon vermuten lässt, es ist Recycling-Kunststoff, der aus Abfall bei der Kunststoffproduktion gewonnen wird oder eben aus Altmaterial. Am Innenraumlayout hat sich nichts geändert. Gut so, das Platzangebot vorne wie hinten geht über das Kompaktsegment hinaus. Die Armada an Assistenzsystemen ebenfalls. Die teilautonome Fahrfunktion funktioniert dank Echtzeitinfos noch zuverlässiger. Auch die Augmented Reality-Darstellung des Head-Up-Displays hat mit dem Facelift gewonnen, genauso wie das Komfortniveau beim Laden. Eine große Erleichterung ist das sogenannte Plug-and-Charge. Also da fährt man zur Ladesäule hin, steckt an und man kann die Ladekarte oder das Handy mit der App im Auto lassen bzw. eingesteckt lassen. Denn das Auto kommuniziert mit der Ladesäule und weiß schon ganz genau, okay, jetzt darf man laden und es wird auch von alleine abgebucht. Die 77 Kilowattstunden große Batterie lässt sich mit 170 Kilowatt laden. Von 5% auf 80% vergehen so nur 30 Minuten. Etwas länger, nämlich 35 Minuten, dauert es bei der kompakteren 58 Kilowattstunden großen Batterie, die maximal 120 Kilowatt verträgt. So kommt man, je nach Batteriekapazität, 428 bzw. 558 Kilometer weit. Dank des bauartbedingten niedrigen Schwerpunkts und der direkten Lenkung fährt sich der neue ID3 dynamisch, ganz im Sinne des kräftigen Antriebs. Mit 150 kW oder eben 204 PS ist man stets flott unterwegs. Und dank der elektrotypisch sofort anliegenden Power beschleunigt man von 0 auf 100 in nur 7,3 Sekunden und munter weiter bis 160 km/h. Natürlich nur theoretisch. Also eigentlich ist es ja ein Facelift wie aus dem Bilderbuch. Man hat dort Hand angelegt, wo Luft nach oben war und alte Stärken beibehalten. Die Karosserie ist aufgehübscht, die Software modernisiert. Ich würde sagen, auf die nächsten Jahre.